willkommen zur Einführung in die Medienpädagogik. Sie haben ganz sicher ganz viele Fragen mitgebracht hierher. Also, was ist das, diese Medienpädagogik? Sie haben Fragen zum Inhalt, vielleicht auch zum Format, zum Hybridformat dieser Veranstaltung. Vielleicht haben Sie auch Fragen zu Scheinvergaben. Wie bekomme ich meinen Leistungsnachweis? Und was hat es auch mit diesen klugen Fragen auf sich? All das klären wir heute, versprochen. Aber zunächst einmal habe ich ein paar Fragen an Sie. Und ich nenne das, erlauben Sie mir das, macht von hier vorne so richtig schön Spaß. Und das, ich nenne das meine medienpädagogische Sportstunde. Sie wissen ja, dass wir in diesem Wintersemester nicht ganz so hochheizen können, hier in der Aula und nicht nur in der Aula. Deswegen brauchen wir alle ein bisschen Bewegung und deswegen ist meine Idee, wir starten mit einer Fragerunde und Sie beantworten die Fragen. Wenn Sie zustimmen, dann stehen Sie auf und wenn Sie nicht zustimmen, bleiben Sie sitzen. Ja, ich weiß, das ist blöd mit den Laptops, aber Sie kriegen das hin und uns allen wird ein bisschen wärmer und ich habe ein bisschen Spaß mit hier vorne. Wer von Ihnen, gleich die erste Frage, damit wir keine Zeit verlieren, wer von Ihnen ist im ersten Semester? Prima, herzlich willkommen übrigens an der PH. Wer von Ihnen ist im zweiten Semester? Okay, auch einige. Und wer von Ihnen ist im dritten und im vierten Semester? Waren das nicht dieselben? Okay, und wer von Ihnen ist im fünften, sechsten und siebten Semester? Und wer von Ihnen ist acht Semester plus? Ich stehe auch. Ja. Ich habe es auch schon mal gemacht. Ja, prima. Dann herzlich willkommen. Es war so gut, dass Sie nochmal kommen wollten. Ja, das doch. Danke. Okay, wir machen weiter mit der kleinen Fragerunde und damit Ihnen nicht kühl wird. Wer von Ihnen studiert denn Grundschullehramt? Ah, okay. Und wer von Ihnen studiert auch Lehramt an Sonderschulen? Und wer von Ihnen studiert Kultur- und Medienbildung? Die sind ja nämlich auch. Und wer von Ihnen studiert Erwachsenenbildung? Ah, die Erwachsenenbildner wollen sich nicht stellen, ne? Ich hätte es nicht kontrolliert. Okay, und gibt es noch einen ganz anderen Studiengang hier? Ja, willkommen. Ja. Was studieren Sie? Ja, also über die PSE, genau. Ja, wunderbar. Herzlich willkommen. Wer von Ihnen hat denn vorher schon noch etwas ganz anderes studiert, als Sie jetzt gerade aktuell studieren? Ja, auch einige. Und wer von Ihnen hat eine abgeschlossene Berufsausbildung? Auch einige. Auch gleich mit. Und, okay, die letzte Frage, und dann können Sie sich auch schon wieder ausruhen für den Rest der Vorlesung, zumindest körperlich. Wer von Ihnen hätte kurz Zeit, um mir hier vorne kurz etwas zu helfen? Braucht drei Freiwillige, drei mutige Freiwillige. Drei mutige Freiwillige. Ja, wunderbar. Ein Applaus für die ersten beiden Freiwilligen. Ich habe was für Sie vorbereitet. Am besten hier, ich ziehe jetzt mal ausnahmsweise nicht die Maske an, wir halten einfach Abstand. Und ich habe hier drei Zettel für Sie. Und wir spielen jetzt alle gemeinsam Pantomime. Sie dürfen darstellen, Sie drei, und Sie gucken begeistert. Sie dürfen darstellen und Sie müssen raten. Wir machen das aber so, dass Sie alle drei nacheinander darstellen und noch nicht sagen, wenn es richtig ist, sondern Sie
rate ich erstmal und wir gucken mal, also Sie dürfen noch nichts verraten, was es ist. Und Sie dürfen nicht, Sie dürfen natürlich jetzt, wenn Sie diesen Zettel aufmachen, die jetzt auch nicht hier hochhalten, ne? sonst ist der Spaß vorbei. Also am besten Zettel lesen für sich, dann Zettel sofort vernichten, essen oder ähnliches und dann gleich darstellen. Aber in Ruhe lesen. Genau, wenn es erraten wurde, trotzdem einfach weitermachen und dann fragen wir später nochmal gemeinsam. Sie haben es alle gelesen? Okay, dann vernichten Sie die Zettel. Wer von Ihnen mag starten? Wollen Sie direkt starten? Ja? Dann starten Sie. Okay. Ja, am besten so, dass man sie sieht. Dozent, habe ich gehört, ja. Aber nicht schreiben, bitte. Okay, Sie wollen was erklären. Ich dachte, Sie wollen schreiben. Verschiedene Medien im Unterricht, ja, genau, könnte es auch sein. Noch eine dritte Idee? Ja? Medienkompetenz. Ja, Medienkompetenz könnte es auch gewesen sein, genau. Und fragen wir mal nach dem zweiten Begriff. Sie erinnern sich, was war der zweite Begriff von Ihnen dargestellt? Fitness-Influencer. Wie? Fitness-Influencer? Ja? Okay. Noch eine Idee, oder alternative Idee vielleicht noch? Ja? Programmieren könnte sein, ja. Medienprofi. Okay, jetzt haben wir drei. Und was war der dritte Begriff? Sie erinnern sich, von Ihnen dargestellt. Wer hat eine Idee, was der dritte Begriff war? Auch nicht leicht? Ja? Medienkompetenz, ja. Okay, dann lösen wir mal auf. Welchen Begriff, wir fangen von vorne an, welchen Begriff hatten Sie? Medienkompetenz. Und welchen Begriff hatten Sie? Medienkompetenz. Und welchen Begriff hatten Sie? Medienkompetenz. Ihnen erstmal vielen Dank. Ich habe ein kleines Dankeschön für Sie. Ja, Medienkompetenz ist die
die Zielperspektive der Medienpädagogik. Also Ziel ist von medienpädagogischer Arbeit, ob jetzt in der Erwachsenenbildung, ob in der Kultur- und Medienbildung oder auch in der Schule, ist Medienkompetenz. Ist die Idee, dass die Klienten bzw. die Schülerinnen und Schüler medienkompetent sind danach, nach ihrem Unterricht zum Beispiel. Und interessanterweise ist Medienkompetenz aber ein Begriff, wie Sie jetzt gerade gemerkt haben, der zumindest im Allgemeinverständnis, weil wir hatten ja viel mit Medien und es ging auch um technische Medien, der im Allgemeinverständnis eher auf die technischen Bedienkompetenzen reduziert wird. Das haben Sie, glaube ich, also konnte man, glaube ich, bei den Darstellungen, den pantomimischen Darstellungen, konnte man das sehr gut sehen. Tatsächlich ist das aber, und das soll diese Veranstaltung unter anderem auch zeigen, natürlich noch viel mehr, dass das eigentlich eine Engführung ist. Das heißt also, wenn Sie denken, Medienkompetenz ist die Kompetenz, Medien gut bedienen zu können, dann irren Sie sich. Das ist ein Aspekt, ein so kleiner. Und dann gibt es noch viel, viel, viel mehr drumherum. Nur um so diese Tür mal aufzustoßen, das hier, was Sie hinter sich sehen, sind alles Medienkompetenzmodelle, die in den letzten 40, 50 Jahren, tatsächlich ist das wahr, nämlich der Grundgedanke der Medienkompetenz wurde in der Habil von Dieter Barke entwickelt, den Namen werden Sie im Laufe der Vorlesung noch häufiger hören. Das war so einer der Vordenker, die das aus dem Kompetenzkonzept von Noam Chomsky zum Beispiel und von dem, und dieses, die Kompetenz des kommunikativen Handelns, also das kommunikative Handeln von Habermas, entwickelt hat und damit ganz stark geprägt hat für die Medienkompetenz. Das alles sind Modelle, die daraus entstanden sind. Und heute kennen wir natürlich noch weitere Modelle, die das Kompetenzmodell zum Beispiel der KMK, der Kultusministerkonferenz, umgesetzt wurde und wie es entsprechend jetzt auch in der Schule ankommt. DICKOM haben Sie vielleicht auch schon mal gehört, das sind weitere Kompetenzmodelle, die sich eigentlich alle mit der Medienkompetenz beschäftigen. Aber eben, und das ist ein ganz zentraler Gedanke, deswegen ganz am Anfang, tatsächlich mehr als das, was wir alltäglich darunter verstehen, Medienkompetenz ist weit mehr als die Kompetenz, Medien zu bedienen. Dann haben Sie sich wahrscheinlich gefragt, weil mit dem Medienkompetenzbegriff sind Sie ja jetzt erst seit 10 Minuten konfrontiert, was ist eigentlich Medienpädagogik? Also worum geht es, wenn wir es mit Medienpädagogik zu tun haben? Da vielleicht mal einfach mal die Rückfrage, wer weiß es? Worum geht es, wenn wir uns mit Medienpädagogik beschäftigen? Was ist Medienpädagogik? Ja, wie wir Medien zur Erziehung, zur Bildung nutzen können. Ja, das ist auf jeden Fall ein Aspekt. Ich wiederhole es nochmal, dass es in den hinteren Reihen nochmal besser verstanden wird. Es ist die Möglichkeit, wie wir Medien für Bildungsprozesse oder auch für Lehr-Lernprozesse verwenden können. Man könnte vereinfacht sagen, das ist das Lehren und Lernen mit Medien. Oder sogar noch ein bisschen weitergehen, wie Medien uns das Lehren und Lernen erleichtern können. Kann man ganz einfach erklären. Stellen Sie sich vor, Sie müssten beispielsweise im Mathematikunterricht jemandem erklären, wie ein Kreis aussieht, jemand, der vielleicht einen Kreis nicht kennt, ohne einen Kreis an die Tafel zu malen. Stellen Sie sich das vor, das ist fast unmöglich. Zumindest sehr, sehr schwierig wäre das, wenn ich hier an die Tafel gehe, mal den Kreis, weiß jeder, was darunter verstanden ist. Das meine ich, wenn ich sage, eigentlich gibt es keine Bildung ohne Medien. Kein Lernen ohne Medien. Aber jetzt habe ich gesagt, es gibt noch einen zweiten Aspekt. Mindestens noch einen zweiten Aspekt. Den wissen Sie. Lehren nicht nur mit Medien, sondern auch über Medien. Also Kompetenzen. Ganz genau. Also Lernen über Medien. Also was müssen eigentlich Kinder und Jugendliche, streng genommen wir alle, wissen, wenn wir mit Medien umgehen? Denn Medien haben, das wissen Sie alle, einen ganz anderen Stellenwert inzwischen in unserer Gesellschaft. Also es ist nicht nur ein
nice to have, wie beispielsweise guckt man Fernsehen oder guckt man nicht, sondern Medien sind zum Kommunikationsinstrument geworden. Und in dem Moment prägen sie natürlich, wie wir miteinander umgehen. In einer ganz extremen Form übrigens, wie wir das in den letzten Corona-Jahren, wie sie immer wieder bezeichnet werden, gemacht haben, wenn wir zum Beispiel uns im Wesentlichen ausgetauscht, gelehrt, gearbeitet, im Homeoffice beispielsweise, per Videokonferenz. Auch das sind Medien, in denen wir mittels Medien gelernt und gelehrt haben. Das ist eigentlich nochmal ein dritter Aspekt dabei. Und jetzt aber die Frage, warum sind Medien so wesentlich, gerade wenn wir hier, sie sind ja, ob sie Erwachsenenbildung studieren, ob sie Kultur- und Medienbildung studieren, ob sie Lehrerinnen und Lehrer werden wollen, was uns eint ist, wir sind alle Pädagoginnen und Pädagogen. Warum ist es so besonders wichtig, dass gerade Pädagoginnen und Pädagogen etwas über Medien erfahren, mal ganz allgemein gesagt? Ja, dann Medien. Ja? Ja, also es geht um Aufklärung auf der einen Seite. Ne? Ich würde nochmal ergänzen, auch Bildung. Ne? Das ist, gehört ja zur Allgemeinbildung inzwischen, mit Medien auch umgehen zu können, das sagten Sie. Gibt es noch weitere Aspekte, warum es gerade wichtig ist, dass Pädagoginnen und Pädagogen sich mit Medien beschäftigen? Ja, also Sie sagen beides. Ne? Also erstmal ist es sozusagen die Voraussetzung, dass die Pädagoginnen und Pädagogen selbst über Medienkompetenz verfügen. Und dann sagen Sie den zweiten Aspekt, nämlich, dass es nötig wäre, Medienkompetenz zu vermitteln. Wir in der Medienpädagogik nennen das übrigens medienpädagogische Kompetenz. Das ist die Kompetenz, die Sie brauchen, wenn Sie die Medienkompetenz Ihrer Schülerinnen und Schüler oder Ihrer Klientinnen und Klienten fördern wollen. Also das sind streng genommen zwei Aspekte. Einmal selbst medienkompetent zu sein. Dann sagen jetzt wahrscheinlich die meisten von Ihnen, ja, aber ich bin medienkompetent. Stimmt, in Bezug auf, ganz bestimmt, in Bezug mindestens auf die Fähigkeit, Medien anzuwenden. Aber Sie werden sehen, es gibt noch ein paar Aspekte mehr. Und da hat man festgestellt, ohne das zu weit jetzt schon vorweg zu teasern, dass nicht nur in Deutschland, sondern ganz allgemein, sogar die Erwachsenen, viele Erwachsene, damit entsprechend auch eine repräsentative Gruppe, wie wir, ja, nicht über eine umfängliche Medienkompetenz verfügt. Das heißt also, in vielen Fällen herausgefordert ist, wenn es zum Beispiel darum geht, Fake News von Realität zu unterscheiden. Und da geht es uns allen, mir auch, dass ich manchmal durchaus nachdenken muss, ist, diese Mail, die ich da gerade bekomme, ist das ernst gemeint? Oder will mich da jemand, hätte es nicht? Oder auf Webseiten. Gibt es Techniken, mit denen wir uns beschäftigen werden, die darauf angelegt sind, Dark Patterns zum Beispiel, vielleicht haben Sie davon auch schon mal gehört, die darauf angelegt sind, Userinnen und User, Käuferinnen und Käufer sind das ja in der Regel auch, hinter sich zu führen. Was bedeutet das für eine Gesellschaft? Was bedeutet das für uns? All das sind Fragen, mit denen wir uns beschäftigen können. Und natürlich wichtig ist, dass Pädagoginnen und Pädagogen in der Lage sind, das eben an ihre Kinder, Jugendlichen, Klienten, Schülerinnen und Schüler weiterzugeben. Genau. Und sogar noch einen Tacken mehr, weil wir machen ja im Prinzip jetzt einfach nur ein kurzen Rundumblick, was kann sie erwarten im Rahmen dieser Vorlesung. Und dann gibt es nicht nur ein Wollen und ein Sinnvollsein, worüber wir gerade gesprochen haben, sondern es gibt tatsächlich noch einen Tacken mehr, nämlich hierzulande in Baden-Württemberg gibt es den Bildungsplan 2016, da haben bestimmt diejenigen von Ihnen, die sich in den höheren Semestern befinden, bestimmt schon mal einen Blick reingeworfen. Und da gibt es so etwas Merkwürdiges wie
die Leitperspektive, da gibt es mehrere Leitperspektiven, sehr sinnvolle Leitperspektiven, aber es gibt unter anderem die Leitperspektive Medienbildung. Und da mal die Preisfrage an die spitzfindigen Unternehmen, was hat es denn damit auf sich? Also was ist denn eigentlich eine Leitperspektive? Das ist jetzt im Wesentlichen für die angehenden Lehrerinnen und Lehrer interessant, aber das sind ja die meisten. Ich verstehe den Begriff Leitperspektive so als eine Art Grundsäule, auf der Ebene der Unterricht aufgebaut sein sollte und die Schülerinnen und Schüler dann auch erlernen sollten. Prima, gut zusammengefasst, finde ich auch. Was heißt das denn jetzt noch einen Tacken konkreter? Stellen Sie sich vor, Sie wären schon soweit, haben Ihr Studium abgeschlossen, kommen im REF an, sind in der freien Wildbahn in der Schule. Was bedeutet das? Leitperspektive, Medienbildung. Ja? Ja, wobei Sie das streng genommen machen Sie das immer. Aber was bedeutet das in Bezug auf jetzt speziell die Leitperspektive Medienbildung? Weiß es jemand? Wenn nicht, ich kann Sie einfach verraten. Also, das kann es nicht. Hat jemand noch eine Idee? Ja, Sie haben. Super erklärt, finde ich. Vielen Dank. Genau. Das heißt, es ist eine fächerübergreifende Perspektive, die eingenommen wird in jedem Fach. Heißt konkret, wenn Sie Mathematik studieren, dann ist die Idee, dass Sie die Leitperspektive Medienbildung in Ihren Mathematikunterricht einbauen. Wenn Sie Deutsch studieren, ist die Idee, dass Sie die Leitperspektive Medienbildung in Ihren Deutschunterricht einbauen. Und so weiter, die ganzen Fächer durch. Das heißt also, es gibt kein Baden-Württemberg, also Bildung ist ja Ländersache, das wissen Sie, Baden-Württemberg hat sich entschieden, es gibt kein Fach Medienbildung. In Schweiz und Österreich ist es ein bisschen anders, da gibt's, wird jetzt übrigens auch in vielen Ländern auch wieder diskutiert, im Zusammenhang des Fachs Informatik, das vielleicht mit Medien zusammengeht. Und so, also da ist immer auch ein Fluss, da denkt man darüber nach, was sehr sinnvoll ist. Aber hier in diesem Fall ist es so, in Baden-Württemberg hat man sich 2016 dafür entschieden, das als fächerübergreifende Perspektive zu machen und Medienbildung quasi an alle Lehrerinnen und Lehrer zu vermitteln und sie entsprechend zu befähigen, das in ihrem eigenen Fach einzusetzen. Jetzt verstehen Sie auch, warum hier so viele Menschen sitzen. Und jetzt gebe ich Ihnen aber auch nochmal eine interessante Zusatzinformation. In Ludwigsburg ist das so, dass Sie tatsächlich hier sein müssen. Ich finde Pflichtveranstaltungen nicht toll. Ich habe mir das nicht gewünscht. Also insofern, ich fände es viel schöner, wenn Sie Lust hätten auf Medienpädagogik, deswegen hier sitzen. Also es steht auf einem anderen Platz. Okay. Aber erstmal finde ich es natürlich gut, wenn Sie die fächerübergreifende Perspektive in Ihren Unterricht einbauen wollen, was der Bildungsplan fordert, dass Sie dann natürlich die Gelegenheit haben, hier Medienpädagogik zu studieren. Jetzt kommt aber was Interessantes. Wenn man mal aus Ludwigsburg rausgeht, schon innerhalb Baden-Württemberg sieht das schon ganz anders aus. Und wenn wir das Ganze mal deutschlandweit sehen, dann können wir mal, das erfordert ja, diese Leitperspektive würde ja erfordern, dass alle Lehrerinnen und Lehrer Medienbildung mit Medienpädagogik studiert haben. Mal Zahlen, die die Welt nicht braucht, was schätzen Sie, wie viele Lehrerinnen und Lehrer gibt es in Deutschland? 800.000. Und wie viele Hochschulen gibt es etwa in Deutschland? Etwas über 400. Und was schätzen Sie, an wie vielen Hochschulen dieser 400 kann man überhaupt Medienbildung oder Medienpädagogik studieren? Was schätzen Sie? Ja? Vielleicht
So die Hälfte, genau, das wäre super. Es ist nicht mal ein Viertel. Also wir reden über 53 Hochschulen. Wir haben das mal erhoben. Und jetzt können Sie sich vorstellen, wie diese fächerübergreifende Perspektive funktioniert. Okay, machen wir jetzt keine Politik. Interessanter ist es aber auf jeden Fall. Ne? Also freuen Sie sich, dass Sie zu den Glücklichen gehören, die entsprechend diese Leitperspektive im Bildungsplan erfüllen können, weil sie die Gelegenheit haben, hier zu sein. Wenn man jetzt noch ein bisschen weiter geht, noch ein kleines bisschen Politik vielleicht, ja? Vielleicht haben Sie die KNK-Erklärung, die Kultusministerkonferenz, KNK, Kultusministerkonferenz, die hat eine Erklärung 2016 veröffentlicht und 2021 noch einmal erneuert durch diese Corona-Einflüsse. Bildung in der digitalen Welt heißt diese Strategie, finden Sie im Netz, ist ganz interessant zu lesen. Und richtig spannend wird es auf Seite 59, dort steht relativ versteckt irgendwo, ich gebe es mal so in meinen eigenen Worten wieder, alle Schülerinnen und Schüler, die 2018 in die Grundschule kommen oder in die weiterführende Schule wechseln, mit Perspektive bis 2016, weil die Strategie, also bis 2018, soll das entsprechend umgesetzt sein, sollen die im Rahmen dieser Erklärung definierten Kompetenzen erwerben können bis zum Ende ihrer Schulzeit. Auf Deutsch heißt das Medienkompetenz. Also sollen entsprechend Medienkompetenz erworben haben können bis zum Ende der Schulzeit. 2018. Und jetzt das Ganze ins Verhältnis gesetzt zu dem, was ich gerade sagte, mit der fächerübergreifenden Perspektive. Da muss man kein Politiker sein dafür, um festzustellen, dass das eigentlich nicht funktionieren kann. Okay. Schluss jetzt mit Politik. Es geht ja um diese Veranstaltung und ich will Ihnen auch noch ein bisschen mehr erzählen zum Veranstaltungsformat, zum Schneiderwerk und alles, was eben wichtig ist und die ganzen Fragen, die Sie mitgebracht haben, wollen wir natürlich auch klären. Also zunächst mal zum Veranstaltungskonzept und dann mache ich weiter mit meiner Kritik. Wir sitzen hier ganz nett zusammen von hier vorne, das ist wirklich schön auch. Große Runde, Vorlesung. Als jemand von Ihnen, wofür die Vorlesung eigentlich, also traditionell, gut ist, sagen Sie jetzt nicht, damit wir an der Uni etwas über Medienpädagogik erfahren. Okay, das ist gut, ja. Aber was ist die traditionelle Aufgabe der Vorlesung? Gerade diejenigen von Ihnen, die schon mehrere Vorlesungen besucht haben, haben da eine Idee. Jetzt weiß ich gar nicht, wer von Ihnen zuerst war. Aber da Sie gerade fünf Stunden haben, würde ich Sie zuerst nehmen lassen. War es nicht, dass früher auch verschriftlich wurde, sondern wirklich weitergegeben wurde, damals? Weitergegeben. Das heißt also Informationsweitergabe. Können Sie dasselbe sagen? Ich würde auch sagen, dass wir halt Wissen vermitteln. Also das ist ja die Hauptaufgabe bei Vorlesungen, das hauptsächlich der erforderliche. Ja, aber tatsächlich ist es so, weil Sie sagten vermitteln und beim Vermitteln ist jetzt erstmal der Gedanke auch Lernen. Ne? Und tatsächlich ist es mehr die Tradition, also das heißt die Weitergabe von Wissen bei Ideen. Und das hat einfach etwas mit einer Not zu tun, weil es nämlich das, was wir Medien nennen, gab es zu einem bestimmten Zeitpunkt noch nicht. Das heißt, also Sie müssen sich das genauso vorstellen, wie dieses Bild hier zeigt. Es gab einen Gelehrten, der hat aus seinem Buch vorgelesen und seine Schülerinnen und Schüler, aber damals waren es tatsächlich nur Männer, also seine Schüler haben mitgeschrieben. Und wenn deren Bücher voll waren, dann waren sie selbst die Gelehrten, standen vorne und haben entsprechend weitergelesen. Das heißt also, genauso wie Sie sagten, es ist die Möglichkeit gewesen, Informationen, Wissen weiterzugeben an die nächste Generation. Nicht unbedingt an einen einzelnen Lernenden, so wie wir es heute machen, oder eine einzelne Lernende, sondern es ging darum, Wissen zu tradieren. Jetzt denken vielleicht die Spitzfindigen unter Ihnen, wir haben doch heute ganz andere Medien. Also wir haben zum Beispiel solche Medien, das habe ich ja gerade ganz mehr liegen, wie ich Ihnen gerade geschenkt habe, diese Papierdinger, BUCH. Ja. Der Buch ist übrigens ein cooles Gadget, also weil
hat nie einen leeren Akku, ja? Funktioniert auch ohne Strom, jetzt gerade wenn wir Energie sparen müssen, eine total coole Sache. Können noch mehr Werbung machen, aber Sie wissen, was ich meine. Also das heißt, der Buchdruck hat eigentlich diese Form der Vorlesung obsolet gemacht. Wir haben mittlerweile Bücher, mit denen wir Wissen, Informationen weitergeben können. Wir haben mittlerweile auch ganz andere Medien noch darüber hinaus, die auch der Informationsweitergabe dienen. Zum Beispiel könnte ich, also jetzt nur mal angenommen, ich würde diese Vorlesung per Kamera aufzeichnen und ins Netz stellen, bei YouTube zum Beispiel, ja? Dann müsste ich nicht jedes Semester das gleiche Zeug erzählen, kann ich ja irgendwann noch rückwärts sprechen. Und wir hätten Zeit, in der verbleibenden Zeit, uns über die Dinge auszutauschen, die Sie in der Vorlesung gehört haben. Eigentlich eine coole Idee, oder? Weil, wenn wir es jetzt, ich meine, gut, ich weiß, also gerade diejenigen von Ihnen, die schon in den höheren Semestern sind, Sie haben bestimmt die eine oder andere richtig gute Vorlesung schon erlebt. Und es macht ja auch Spaß. Also, wenn dann hier, also Vorlesung bedeutet ja auch das, was für uns Pädagoginnen und Pädagogen, vor allem auch für die Lehrerinnen und Lehrer unter Ihnen ganz wichtig ist, man macht sich Gedanken darüber, wie kann ich ein Thema so aufbereiten, dass es für meine Schülerinnen und Schüler, jetzt im Lehrerinnen und Lehrerbeispiel oder auch für Studierende, die bisher mit dem Thema nichts zu tun hatten, möglichst gut nachvollziehbar ist. Wie baue ich das Thema auf? Das heißt also, es gibt durchaus, wenn man eine richtig gute Vorlesung besucht, dann ist es auch toll. Also ich will kein Vorlesungsbashing betreiben. Aber wenn wir jetzt mal das Ganze aus einer lerntheoretischen Perspektive sehen, und dafür sind wir ja Pädagoginnen und Pädagogen, um durchaus uns auch zu fragen, wann ist eigentlich Lehre besonders lernförderlich? Und dann muss man sagen, naja, so eine Vorlesung, man kann halt ein paar Begriffe, man kann halt ein paar Konzepte, ein paar Theorien, die kann man erklären. Aber wenn es wirklich ans Eingemachte geht, da braucht man noch ein bisschen mehr. Und das ist genau die Idee, die ich mit dem Konzept dieser Veranstaltung verbinde, nämlich den Austausch. Jetzt kann man sagen, okay, Austausch nur um das Austausch nennen, das ist nett, ne? Aber jetzt mal lerntheoretisch gedacht, vielleicht haben ja einige von Ihnen schon in der Psychologie-Vorlesung aufgepasst. Was ist der Vorteil des Austauschs? Weiß nicht jemand? Geht ja nicht nur um Austausch. Miteinander reden sind wir nicht. Ja? Aber hat jemand eine Idee? Was ist? Ja. Mhm. Ja, also Gedanken machen, sozusagen das Hinterfragen auch, ne? Was nochmal in einer anderen Weise geschehen kann, wenn man auch selbst einen Satz verfertigen muss. Ne? Sie wollten noch ergänzen? Ja? Ja, also auf jeden Fall auch. Gibt es noch mehr? Also was ist der Vorteil des Austauschs? Wer hat noch Ideen? Gerade jetzt lerntheoretisch mal gedacht, mit der vollen lerntheoretischen Brille. Sie haben sich gemeldet und dann Sie. Wiederholung? Wiederholung, auf jeden Fall, genau. Wiederholung ist die Mutter der Didaktik, ja. Also andere Perspektiven, genau. Aber kennen Sie diesen Effekt? Ja, Simon noch ergänzen, ja. Ableitende Meinungsbildung, oder? Auch. Mhm. Also wo ist mein Standpunkt, wo kann ich mich positionieren und warum? Ja, und ich würde sogar noch einen Tacken früher
starten, festzustellen zum Beispiel auch, was man nicht weiß. Na, wenn man, vielleicht kennen Sie diesen Effekt, wenn Sie in der Vorlesung sitzen, dann denkt man, ja, jetzt habe ich alles verstanden. Aber wenn Sie dann zu Hause sitzen und denken, worum ging es eigentlich heute und wollen das nochmal kurz skizzieren, dann fallen Ihnen die Begriffe nicht ein. Und da bringt sozusagen diese Pflicht, selbst den Gedanken zu verfertigen, selbst darüber zu sprechen, bringt nochmal ein tieferes Verständnis. Ich weiß nicht, vielleicht kennen Sie diese, es ist eher so was Pseudowissenschaftliches, vielleicht kennen Sie diese Aufschlüsselung, man merkt sich 10%, wenn man irgendwas gesehen hat, 20%, wenn das gelesen, 30% gesehen und gehört, 90%, wenn man es selbst getan hat. Ich sage pseudowissenschaftlich, weil natürlich diese Prozentangaben da überhaupt nicht hinkauen. Ne? Also das ist natürlich sehr individuell, es kommt aufs Thema an, also auf den Kontext und so weiter. Insofern kann man das mit den Prozentzahlen nicht sagen. Aber was wir alle wissen, ist ja, und davon hat, glaube ich, jeder und jeder von Ihnen schon mal die eigene Erfahrung gemacht, da ist was dran. Ja, wenn man irgendwas nur gehört hat, dann ist es irgendwann wieder weg. Aber wenn man irgendwas selbst gemacht hat, vielleicht auch einen Satz selbst geschrieben hat, an sich mit einer Bachelorarbeit gequält oder mit einer Seminararbeit, mit einer Hausarbeit, dann weiß man das besser, worum es da geht. Und genau das meint dieser Effekt. Das heißt also, auch das haben wir, das ist ein Vorteil von Austausch. Also, da steckt einiges an lerntheoretischem Potenzial. Und natürlich auch mediendidaktisch. Und deswegen haben wir uns den Gedanken gemacht, wir wollen mit dieser Vorlesung darüber hinausgehen, nämlich über die Informationsbereitstellung, nenne ich es mal, ganz, ganz präzise. Das heißt also, diese Vorlesung wird künftig per Video und Literatur stattfinden. Das heißt, Sie haben im Moodle-Kurs haben Sie Vortragsvideos, Vorlesungsvideos, Sie finden ergänzende Literatur und bei Zoom und für diejenigen, die das entsprechend live hier machen wollen, gibt es auch ein Angebot, dann im Tutorium können Sie sich entsprechend austauschen. Das heißt, Sie bereiten sich individuell oder in der Arbeitsgruppe, wie Sie das gerne wollen, bereiten sich vor, machen sich Notizen, notieren sich Fragen und wir treffen uns dann entweder bei mir am Schreibtisch online oder hier im Tutorium und tauschen uns darüber aus. Und die Idee ist, dass diese Vorlesung dann für Sie noch ein Mehr an eben nicht nur eine Informationsbereitstellung ist, sondern eine Gelegenheit auch für den Austausch, den lernförderlichen Austausch, aber eben auch, und dazu ist das Thema auch geeignet, wie Sie es gerade gesagt haben, den Austausch natürlich auch von Meinungen, Einstellungen und Möglichkeiten jetzt gerade in Bezug auf was, welche Möglichkeiten habe ich in der Erwachsenenbildung, in der Kultur- und Medienbildung oder auch in der Schule. Das heißt, konkret sieht das dann gleich so aus, aber noch ein Wort zu den Voraussetzungen. Voraussetzung oder sagen wir, das funktioniert nur dann richtig gut, wenn Sie entsprechend alle tatsächlich auch vorbereitet sind. Wenn Sie es mal probieren bei der ersten Sitzung und stellen fest, na, vielleicht, jetzt habe ich keine Zeit gehabt, war auch viel los gerade in der letzten Woche, und Sie nehmen teil, dann werden Sie feststellen, es macht keinen Spaß, wenn man nicht vorbereitet ist, weil Sie können nicht mitreden. Und dann würde ich Ihnen empfehlen, einfach lassen sich irgendwas Fadenscheiniges einfallen, dass Sie nicht teilnehmen können, nehmen einfach nicht teil. Ja. Aber wenn Sie Lust haben, teilzunehmen, dann bereiten Sie sich vor und diskutieren kräftig mit, weil dann haben Sie auch was davon. Das ist das Beste dabei. Das heißt also, konkret sieht das so aus und deswegen auch hybrid. Sie bereiten sich asynchron vor, mit Hilfe der Videos, mit Hilfe der Literatur und gegebenenfalls auch der weiterführende Literatur, wenn Sie das möchten, müssen Sie nicht, aber können Sie, da gebe ich Ihnen auch noch ein paar Tipps dazu. Und wir treffen uns dann entweder hier zum Austausch oder online, wie Sie es einrichten können, wie es eben auch, wie es hier für die Hochschule möglich ist, wer weiß, was uns da noch droht im Wintersemester, pandemisch, aber eben auch energiespartechnisch, weil wenn hier 14 Grad sind, dann macht es, glaube ich, dann
dann auch keinen Spaß mehr, das muss man auch nochmal auch noch mal überlegen. Also wie es halt so funktioniert und so bleiben wir flexibel, das ist die Idee. Bezüglich der Themen sieht das dann etwa so aus, aber das finden Sie alles auch in Ihrem Moodle-Kurs. Vielleicht haben Sie das auch sich schon angeschaut, deswegen einige nicken, deswegen mache ich das hier ganz schnell, nur damit sozusagen klar ist, wie die Struktur ist. Wir beginnen also heute mit der Präsenzsitzung, sind mittendrin, es geht um Einführung, es geht um Präliminarien, Sachen, vielleicht noch was zu den Studienleistungen. Und dann in der nächsten Woche, am nächsten Mittwoch, am 2. November, schauen sich die Videos zur Orientierung und zu Grundbegriffen an. Und dann am 9. November geht es dann in der synchronen Austauschsitzung in Zoom oder im Tutorium um genau das Thema, das Sie sich am 2. angeschaut haben. Das heißt also, die Idee ist auch, dass Sie zeitlich nicht überfordert werden. Für diejenigen, die sich den Slot freigehalten haben, dann machen Sie genau in diesem Zeitraum, schauen sich dann Videos an. Das müsste von der Zeit her auch etwa hinkommen, wo auch immer Sie sind, und kommen dann in der Folgewoche entweder in die Online-Sitzung oder hierher zum Austausch. Und das immer im Wechsel. Und am 16. November geht es dann um Sozialisation, entsprechend dann am 23. November um den Austausch über die Sozialisationstheorie. Und Sie sehen schon, genauso geht das halt weiter. Am 30. November um gesellschaftlich-kulturelle Medienentwicklung, am 14. Dezember dann um Mediensozialisation, Jugend, Medienschutz, Medienerziehung ist da auch mit dabei. Dann haben wir eine kurze Winterpause und dann geht es entsprechend weiter mit Begriffen, die wir gerade schon angeteasert haben, dem Lernen über Medien und dem Lehren und Lernen mit Medien. Da wird es dann noch ein bisschen praktischer. Gerade jetzt hier speziell Beispiele aus der Schule, die ich Ihnen zeigen kann, die aber durchaus auch im erwachsenenpädagogischen Kontext und in Kultur- und Medienbildung auch anknüpfbar sind. Also das heißt, da schauen wir uns ein paar Beispiele an, da wird es dann noch ein bisschen konkreter. Wenn Sie mit dem Begriff der Posterpräsentation noch nichts anfangen können, das erkläre ich gleich etwas. Ja, soweit der thematische Gesamtüberblick. All das, was Sie brauchen für diese Veranstaltung, finden Sie in Moodle, haben es auch bestimmt schon entdeckt. Sie finden dort alle Schwerpunktthemen auch schön gegliedert. Vielen Dank dann nochmal an die Tutoren und den Tutor, die es wunderbar so gegliedert haben, dass es nachvollziehbar ist für Sie im Moodle-Kurs, dass die einzelnen Termine dann entsprechend nachvollziehen. Wenn Sie gerade noch nicht wissen, was war jetzt gerade dran, weil durch diesen Wechsel kann man auch schon mal durcheinander kommen, dann können Sie das entsprechend nachschauen. Dort finden Sie Literatur, ganz konkrete, auch zum Runterladen per PDF. Ich gebe Ihnen gleich noch weitere Empfehlungen. Sie finden dort die FAQs, Frequently Asked Questions, die sind sehr hilfreich, gerade Sie sehen, die Gruppe ist relativ groß. Wenn jeder einzelne von Ihnen mit einer Einzelfrage sich an mich oder auch an die Tutoren oder auch an den Tutor wendet, dann wird es irgendwann sehr viel für uns und deswegen haben wir diese FAQs entwickelt. Also da ist eigentlich fast alles dabei, was üblicherweise gefragt wurde. Und wenn es irgendeine neue Frage gibt, dann stellen wir einfach eine weitere FAQ dort rein. Das ist immer nett, wenn Sie zuerst in die FAQs schauen, weil da fast alles bezüglich Scheinvergabe, Grundprüfung, alles und so weiter ist dort entsprechend. Können Sie nachlesen. Ich finde es immer wichtig, dass das möglichst transparent ist für Sie im Rahmen eines solchen Kurses. Und gerade in solchen großen Beispielen. Und auch die Einreichung der klugen Fragen, sage ich gleich, was das auf sich hat, und der Posterpräsentation, die ist auch im Kurs möglich. Der typische Ablauf einer jeden Sitzung bzw. Online-Sitzung wird dann sein, wir schauen uns Ihre klugen Fragen an, so quasi zum Warmwerden, und klären inhaltliche und organisatorische Fragen. Organisatorische Fragen kommen am Anfang noch ein paar, aber werden dann immer weniger und dann haben wir immer mehr Gelegenheiten, auch inhaltliche Fragen zu thematisieren. Und dann geht es direkt in die Diskussion, im Wechsel, in Murmelgruppen oder auch im Plenum. Und dann noch ein Hinweis, weil es meine normale Sprechstunde gerade am Anfang des Semesters immer ein bisschen entlastet. Nach jeder Veranstaltung, ob sie hier stattfindet oder online stattfindet, bleibe ich so lange,
bis alle Ihre individuellen Fragen geklärt sind. Das heißt, wenn irgendwelche individuellen Fragen stehen, können Sie einfach danach zu mir kommen, beziehungsweise im Zoom-Kurs bleiben und ich bleibe so lange, bis alle Fragen geklärt sind. Leistungsnachweis. Das ist, glaube ich, ja, natürlich, das ist zum Anfang des Semesters immer wichtig, so, wie kriege ich jetzt den Baustein? Und das ist relativ einfach. Da hier so viele verschiedene Studiengänge zusammenkommen, habe ich das so gemacht, dass Sie nur darauf achten müssen, gibt es in Ihrem Studiengang 2 CP oder brauchen Sie 3 CP? Und je nachdem können Sie dann eine Studienleistung auswählen. Wenn Sie 2 CP brauchen, also zum Beispiel, was für die meisten Lehramtsstudiengänge zum Beispiel nach der LAPO 2015, das sind die meisten von Ihnen, dann gehört dazu Teilnahme, aktive Mitwirkung, persönliches Manuskript, sage ich gleich, was das ist, und eine kluge Frage anreichen. Und wenn Sie 3 CP brauchen für Ihren Studiengang, das trifft zum Beispiel für diejenigen Kultur- und Medienbildung zu, für die Studierenden der PSE, dann geht es darum, eigentlich wieder Wiederholung, Teilnahme und persönliches Manuskript, und es unterscheidet sich dann in einem digitalen Poster. So sieht es dann konkret aus, nochmal visualisiert, ob Sie 2 CP oder 3 CP brauchen, unterscheidet sich eigentlich nur in der dritten Teil der Studienleistung, nämlich dem digitalen Poster oder der klugen Frage. Das ist dann relativ easy. Was verbirgt sich dahinter? Aktive Teilnahme kennen Sie. Aktive Teilnahme heißt beispielsweise nicht, sich einloggen, so eine schwarze Kachel in den Äther und dann irgendwas anderes machen. Das wäre keine aktive Teilnahme. Ich glaube, ich hätte auch niemand die Idee, dass das irgendwie, ja, das ist einfach nur merkwürdig und irgendwie auch traurig für ein Studium. Aktive Teilnahme wäre zum Beispiel nicht, wenn Sie hier jetzt auch da wären und dann vielleicht sehr müde mit dem Kopf auf dem Tisch, wäre auch nicht aktiv. Aber alles, was danach kommt, ist schon relativ aktiv. Zuhören ist fein, mitdiskutieren ist super, und wenn Sie sich entsprechend vorbereitet haben, dann funktioniert es auch mit mitdiskutieren. Sie werden merken, das macht einen Spaß, weil dann hat man was davon. Deswegen, eigentlich kann man an diesem Punkt einen großen Haken machen. Das ist ja irgendwie selbstverständlich. Vielleicht ist das persönliche Manuskript für die meisten von Ihnen auch selbstverständlich. Dann können Sie auch da direkt einen Haken dran machen. Falls nicht, möchte ich Ihnen hiermit den Tipp geben. Weil persönliches Manuskript ist, wann immer, ich habe das während meines eigenen Studiums gemacht und habe dann einen Fundus mir entwickelt, habe das gleich auch digital gemacht. Das heißt, heute ist es heute manchmal noch so, dass ich mich erinnere, da war doch mal ein kluger Gedanke, da habe ich mir was notiert, den kann ich entsprechend suchen durch die Dokumente. Es gibt auch einige von Ihnen, die nutzen dafür OneNote oder Evernote oder welche Möglichkeiten es auch gibt. Es funktioniert genauso gut. Word-Dokumente, Excel-Sheets, was auch immer Sie sich da basteln, ist eigentlich egal. Das Entscheidende ist, dass Sie einen klugen Gedanken der Ihnen begegnet, sei es einen inhaltlichen Gedanken oder sei es einen guten Verweis auf die weiterführende Literatur oder sei es vielleicht eine Methode, die Sie gesehen haben, hey, das ist lustig, das will ich mir vielleicht aufheben für meinen eigenen Unterricht oder für meine eigene pädagogische Arbeit, machen Sie sich Notizen, weil irgendwann ist es weg und wenn Sie sich die Notizen gemacht haben, dann finden Sie es wieder. Und nichts anderes ist dieses persönliche Manuskript. Wenn Sie jetzt sagen, mache ich doch eh, super, dann haben Sie bereits den zweiten Teil Ihrer Studienleistung. Und damit zum dritten Teil der Studienleistung. Erst den dritten Teil der Studienleistung für diejenigen von Ihnen, die 2 CP brauchen. Das ist die kluge Frage. Und zwar, wenn Sie die Videos sich angeschaut haben, dann wird Ihnen vielleicht tatsächlich eine Frage einfallen. Dann schreiben Sie die auf und bringen Sie mit in die Austauschveranstaltung. Später in der Klausur brauchen wir aber
überdies noch ein paar kluge Fragen, die Sie dann später auch selbst beantworten können. Das heißt, für diejenigen, die Modulprüfungen in dieser Veranstaltung machen, Sie haben mit dem Tool der klugen Frage, haben Sie die Möglichkeit, Ihre Klausur selbst zu erstellen. Das heißt, Sie formulieren eine sogenannte Single-Choice-Frage, eine Frage nach dem Best-Answer-Prinzip heißt es. Sie formulieren eine Frage mit 5 Antworten, wovon eine dieser Antworten richtig ist. Und wenn Ihre Frage richtig gut ist, dann suchen wir die Frage aus und ich stelle Ihnen die Frage, beziehungsweise wir stellen Ihnen die Frage hier in den Austauschveranstaltungen vor. Und Sie dürfen die Frage kollaborativ beantworten. Wir verraten Ihnen natürlich nicht, welches die richtige Antwort ist, weil dann würden wir Ihnen ja die Lösung für die Klausur verraten. Aber Sie haben zumindest einen Anhaltspunkt, wenn die anderen die Frage beantworten, quasi wie so ein Publikumsjoker. Ja? Wenn die anderen die Frage beantworten, dann haben Sie schon einen Anhaltspunkt, könnte das stimmen. Und für mich ist der Anhaltspunkt wichtig, wenn ich zum Beispiel sehe, dass die Hälfte von Ihnen die Frage nicht so richtig beantworten kann oder sich nicht sicher ist in der Beantwortung der Frage, dann weiß ich, dass ich besser nochmal in der Austauschveranstaltung erklären sollte. Das heißt also, wir profitieren beide davon. Sie dürfen Ihre Klausur gestalten und haben die Möglichkeit, eine kluge Frage zu stellen, was tatsächlich gar nicht so einfach ist. Also eine wirklich kluge Frage zu stellen, ist nicht so einfach. Und vor allem dann auch wirklich kluge Antworten zu finden, von denen die anderen 4, also die nicht zutreffen, nicht so, ich sag's mal deutlich, nicht so ganz so dämlich sind, dass von vornherein sie schon die einfach ausschließen können. Weil das würde nämlich dazu führen, dass wir die Frage nicht auswählen. Das heißt also, die Frage muss klug sein und die Antworten müssen klug sein, dann gestalten sie ihre Prüfung selbst. Also, konkret sieht es dann so aus, Sie erstellen eine Frage mit 5 Antwortmöglichkeiten. Wichtig ist, dass die Frage anspruchsvoll ist, weil nur dann wählen wir sie aus. Die Fragen und Antworten müssen möglichst präzise formuliert sein, idealerweise auch nicht ganz so viele Rechtschreibfehler, sonst haben wir so viel Arbeit beim Aufbereiten. Dann formulieren Sie auf jeden Fall die Antworten so, dass nur eine korrekt ist. Und dann sollten Sie natürlich auch fairerweise darauf achten, weil die Frage könnte Ihnen in der Klausur begegnen, dass Sie solche Fragen beispielsweise niemals nicht, also doppelte Verneinung und so etwas, versuchen Sie möglichst zu vermeiden, weil sowas irritiert in der Klausur. Und dann werden wir wahrscheinlich auch entsprechend streng und würden die Fragen nicht auswählen. Und dann ergänzen Sie noch ein paar kurze Sätze und begründen, warum die richtige Antwort richtig ist, beziehungsweise die anderen 4 falsch. Und dann können Sie die Frage in Moodle hochladen und schon der dritte Haken an Ihrer Studienklasse. Zumindest für diejenigen, die 2 CP bekommen. Und wenn das jetzt gerade zu schnell ging, Sie können das alles nochmal in den FAQs nachlesen. Aber es gibt auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen und da kommt, glaube ich, eine. Ja. Genau. Also, Sie fragen nach müssen, genau. Wenn's, also für die Erfüllung der Studienleistung genügt es, wenn jede und jeder von Ihnen die 2 CP braucht, eine kluge Frage einreicht zu einer Sitzung. Wir haben es ein bisschen verteilt. Sie sehen es auch im Terminfahrplan, da steht, wenn Ihr Anfangsbuchstabe des Nachnamens mit einem A, einem B, einem C oder einem D beginnt, dann reichen Sie beispielsweise zum ersten, zeige ich Ihnen gleich. Also da habe ich noch so eine Übersicht. Da steht das genau drin. Damit ist das ein bisschen besser verteilt. Sollten Sie es mal vergessen haben, was durchaus mal passieren kann, einfach beim nächsten Mal einreichen, das funktioniert dann genauso. Aber zur Antwort Ihrer Frage, jede und jeder, die 2 CP braucht für die Studienleistung,
eine Frage einreichen. Sie dürfen natürlich gerne auch mehr. Also wenn Sie Ihre Klausur gestalten wollen, dann können Sie natürlich jedes Mal eine kluge Frage einreichen. Und wenn die jedes Mal ausgewählt wird, dann können Sie sich auch auf die Schulter klopfen, weil das ist schon eine Leistung. Also letzten Endes brauchen wir nämlich nur so, ja, wenn es dann wahrscheinlich etwa so 10, 12 Fragen pro Durchgang sein, die wir auswählen. Also wirklich nur die besten der Besten. Zeig Ihnen mal eine Beispielfrage. So könnte so eine Beispielfrage aussehen. Hier geht es um die Mediensozialisation. Welche Aussage zum Begriff der Mediensozialisation ist richtig? Klassiker. Aber es gibt viel kreativere Fragen noch als diese. Ich lasse die Ihnen im Foliensatz. Die Folien lade ich dann nach der Sitzung hoch und dann haben Sie das entsprechend auch nochmal. Können sich die Frage dann irgendwo nochmal anschauen. Also zur Aufteilung der Anfangsbuchstaben, da wenn das nicht richtig funktioniert, dann reichen Sie es einfach später ein, habe ich schon gesagt, aber für diejenigen, deren Nachname mit einem A, B oder C oder D beginnt, dann nach dem Schauen der Videos am 2. November bitte möglichst bis zum Freitag einreichen, weil nur dann kriegen wir das entsprechend hin, dass wir es über das Wochenende sammeln, korrigieren, sichten. Und ich Ihnen dann, beziehungsweise wir Ihnen dann am Mittwoch darauf, in der darauffolgenden Woche dann die klugen Fragen schon präsentieren können. Und wenn Sie mal krank sein sollten, einfach zum nächsten Mal einreichen. Wichtig ist nur nochmal, bitte nicht per Mail senden, auch nicht an mich oder an die Tutorin oder an den Tutor, weil nur wenn es im Moodle ist, dann können wir das komfortabel zählen, ansonsten wird das gerade jetzt bei der großen Gruppe wirklich da um Verständnis, dass es sonst etwas zum Durcheinander wird. Dann gibt es diejenigen, die von Ihnen 3 CP brauchen. Sie haben noch eine Frage. Ja, ganz kurz zu dir davor. Die Vorlesung oder die Videos stellen Sie immer erst Mittwoch frei und haben dann bis Freitag Zeit oder ist das auch schon wirklich zu früh? Nein, die Videos können Sie jetzt schon schauen. Machen Sie es nach Möglichkeit so, dass Sie aber trotzdem die nicht in einem Binge-Watching, das hält man auch nicht aus, glaube ich, also nicht die Videos idealerweise nicht Binge-Watchen, sondern idealerweise davor, aber da sind Sie flexibel. Also das heißt, die Videos ruhig in der Woche davor, wenn Sie es in der Woche nicht geschafft haben, geht natürlich auch am Wochenende. Also da sind Sie flexibel, was die Asynchronsitzung betrifft. Nur zur synchronen Sitzung dann natürlich halt zu Ihrer eigenen Zeit. Danke. Gut. Sie haben noch eine Frage? Okay. Ich sehe noch eine Hand gerade. Okay. Zu den 3 CP, ganz kurz. Wenn Sie Kultur- und Medienbildung studieren oder sonst aus irgendwelchen Gründen 3 CP brauchen, gibt es noch einige Studiengänge, dann finden sich idealerweise in einer Arbeitsgruppe von 2 bis 3 Studierenden zusammen und erstellen ein kleines Poster. Poster heißt tatsächlich einfach nur eine Folie einer PowerPoint oder einer Keynote-Präsentation und stellen die entsprechend im Rahmen der Posterpräsentation, das ist am letzten Vorlesungstag, dann entsprechend in der Gruppe vor. Das ist immer ein schönes Highlight, finde ich. Gerade aus, also nicht um den Druck irgendwie so in ihre Richtung zu wirken, aber gerade so aus Kultur- und Medienbildung gibt es da immer richtig schöne Poster, die dann sehr inspirierend sind. Und, ja, also ich freue mich da drauf. Ja. Konkret heißt das, 2 bis 3 Studierende finden sich zusammen, sie tragen sich idealerweise dann direkt in Moodle ein, dann haben sie schon mal den Gruppenplatz gesichert, halten sich die Zeit für den Präsentationstermin frei und erstellen zu einer Veranstaltung ihrer Wahl ein Poster. Das kann eine Frage sein, die Sie noch weiter diskutieren wollen. Das kann ein Einzelaspekt sein. Sie dürfen den Fokus setzen. Das ist das Schöne an der Posterpräsentation. Und es darf gerne auch kreativ werden. Also wie Sie es wollen. Ein Klassiker,
Den ich auch immer wieder gefragt habe, gibt es den Inklusionspunkt? Nein, den gibt es in dieser Veranstaltung nicht, weil ich das inhaltlich nicht, unterbekommen habe. Es ist tatsächlich, es gibt viele Möglichkeiten, gerade mit Medien, auch mit Heterogenität im Unterricht beispielsweise umzugehen, aber da wir es nicht thematisieren, wäre es merkwürdig, wenn ich Ihnen einen Punkt für etwas gebe, was Sie tatsächlich nicht studiert haben, also was inhaltlich einfach nicht gepasst hat, zeitlich in dem Moment. Und deswegen wäre es eine Ungleichbehandlung, wenn ich diesen Punkt geben würde. Deswegen bitte ich entsprechend darum Verständnis, dass es in dieser Veranstaltung keinen Inklusionspunkt geben kann. In ganz vielen anderen medienpädagogischen Veranstaltungen gibt es diese Inklusionspunkte aber, und dann können Sie entsprechend besuchen. Zur Modulabschlussprüfung gibt es auch ein Novum in diesem Semester. Und das haben Sie vielleicht auch schon im Moodle-Kurs nachlesen können. Ich sage es hier auch in aller Kürze, auch eben weil Sie es nochmal nachlesen können. Es gibt nicht nur den Klassiker, kennen Sie vielleicht, von, wenn Sie im älteren Semester sind, kennen Sie es vielleicht von Ihren Kommilitoninnen und Kommilitonen. Die Open-Book-Klausur wird auch dieses Semester wieder eine Open-Book-Klausur sein. Das heißt, Sie eine Klausur, die Sie online schreiben können. Open-Book heißt, dass Sie tatsächlich alle Materialien nutzen können, die Sie im Rahmen dieser Vorlesung erstellt haben oder die Sie auch zur Verfügung haben. Das heißt, Sie können Bücher nutzen, Sie können die Videos nutzen, Sie können Ihr Portfolio, Ihr persönliches Manuskript können Sie nutzen. Das ist übrigens auch ein Grund dafür, das nochmal dafür spricht, ein persönliches Manuskript auch anzulegen, weil man das ja in der Klausur nutzen kann. Das heißt also, die Fragen sind so gewählt, bestehen zum einen Teil aus klugen Fragen und zum anderen Teil aus Prüfung, die es kompetenzorientiert prüfen zu lassen. Das heißt also, die sind, um es mal salopp zu sagen, die sind so schwer, dass Sie sie nur dann beantworten können, wenn Sie sich tatsächlich intensiv mit dem Thema beschäftigt haben. Wenn Sie aber sich die Videos angeschaut haben, wenn Sie aber aktiv mitgearbeitet haben in den Austauschveranstaltungen, dann wird die Klausur trotzdem für Sie kein Problem sein. Aber es sind eben Fragen, bei denen Sie nicht einfach ein Buch aufschlagen können und sagen können, so, das ist die Antwort, das kopiere ich jetzt hier rein. Oder irgendwo schnell in Wikipedia und das kopiere ich jetzt hier rein. Das ist noch ganz kurz erklärt, das ist die Open-Book-Klausur und das ist eine Möglichkeit für die Modulprüfung. Wichtig, Sie sehen es auch hier unten, für diejenigen von Ihnen, da steht was anderes, okay, dann sag das andere gleich. Trotzdem wichtig hier, wenn Sie die Modulprüfung mitschreiben wollen, dann melden Sie sich entsprechend über LSF an, nur dann kann ich entsprechend Ihre Note verbuchen. Das gibt da in jedem Semester immer wieder Schwierigkeiten. Deswegen sage ich es hier und erinnere auch nochmal, dass es im Wintersemester immer ab Mitte Dezember möglich bis Mitte Januar, das heißt bis dahin können Sie in aller Ruhe überlegen, ob Sie die Modulprüfung machen wollen. Streng genommen heißt es nämlich Modulabschlussprüfung und wenn Sie im Modul noch nicht ganz so viel studiert haben, dann würde ich auch empfehlen, die Modulprüfung eher so nach hinten zu schieben. Wenn Sie aber schon so weit sind, dann können Sie gerne an der Modulprüfung teilnehmen. Und dann aber daran denken, dass Sie sich in LSF entsprechend, das ist keine Anmeldung bei mir, sondern es ist eine Anmeldung beim Prüfungsamt. Im Prüfungsamt ist es wichtig, dass Sie sich da entsprechend anmelden. Nur wenn Sie angemeldet sind, dann können Sie die Prüfung auch mitschreiben. Wichtig, das wollte ich gerade eben schon sagen, aber das steht auf der nächsten Folie, glaube ich, für diejenigen von Ihnen, die nur die Studienleistung brauchen, also nur den Baustein, das sind die meisten von Ihnen, eigentlich alle, glaube ich, außer diejenigen, die aus Begeisterung über die letzten dann nochmal kommen, das finde ich natürlich auch schön, die sind natürlich genauso gekommen. Also diejenigen, die Studienleistung brauchen, die die Bausteinvergütung brauchen, diejenigen brauchen die Modulprüfung, also die Klausur, nicht mitzuschreiben. Das ist ja in anderen Vorlesungen anders, da brauchen Sie die Klausur für die Studienleistung. Bei mir ist so, die Studienleistung besteht aus den drei Punkten, die ich gerade genannt habe, und die Klausur gehört dann nicht dazu. Nur wenn Sie die Modulprüfung, also Modulabschlussprüfung,
Prüfungen machen wollen in Ihrem Studiengang, dann schreiben Sie die Klausur mit. Also das ist nochmal ganz wichtig, steht auch auf der nächsten Folie. Es gibt in diesem Semester noch eine weitere Möglichkeit, eine ganz, ich finde, schöne und kreative, weil ich irgendwie auch nicht so glücklich bin mit diesen Klausuren. Und haben wir überlegt, was kann man noch Schöneres machen als eine Klausur und haben ein Video-Essay eingeführt. Offen gesagt, wir experimentieren damit jetzt noch, aber wenn Sie Lust haben, noch was anderes zu machen, wenn Sie Lust haben, wenn Sie vielleicht eh sagen, ich habe so viele Klausuren, die sind ja auch alle geballt in dieser Prüfungszeit, dann könnte durchaus so ein Video-Essay für Sie eine Alternative sein. Ich zeige Ihnen hier gleich nochmal im Detail, was das bedeutet. Also zunächst nochmal kurz zur Modulprüfung. Open Book wird es voraussichtlich wieder sein, ziemlich sicher sogar. Sie besteht aus Single-Choice-Fragen, eben genau diesen klugen Fragen, die ich vorhin schon erwähnt habe, und zusätzlichen offenen Fragen. Und Termin für die Klausur steht auch schon fest. Sehr wahrscheinlich wird es der Dienstag, der 7. Februar sein. Also 2023 muss da übrigens stehen. Das heißt also, wir machen keine Zeitreise. Und dann nochmal der Hinweis, wenn Sie nur die Bausteinverbuchung brauchen, müssen Sie sich den Klausurtermin nicht notieren. Können Sie direkt ignorieren. Das ist nur für diejenigen, die nur die Prüfung brauchen. Ja. Das ist die maximale Zahl der Klausur, die wir bewerkstelligen können. Also ist es kann das Surf oder dann Auswahlverfahren, wenn es zu viele wären? Ja, also ich sage mal so, bisher hat es immer funktioniert. Und das letzte Mal waren es dann doch ein paar mehr, aber so zur groben Orientierung. Also bisher musste ich noch keinen abwägen. Und so sieht es dann praktisch aus. Es gibt ein eigenes Moodle hier an der PH, damit sozusagen das Moodle, das Klausur-Moodle nicht beeinträchtigt. Da können Sie sich dann entsprechend anmelden und dann schreiben Sie einfach die Klausur. Im Laufe der Austauschveranstaltung zeige ich Ihnen auch noch ein bisschen mehr, was es damit auf sich hat. Wir klären eben entsprechende Detailfragen derer, die sich für die Klausur interessieren. Und das können wir dann entsprechend. Dann fühlen Sie sich, glaube ich, bevor Sie sich anmelden müssen, fühlen Sie sich entsprechend gut vorbereitet. Wer noch weitere Informationen dazu haben möchte, was ist eine Open-Book-Klausur? Ich habe im Zuge von Corona mit einer kleinen Serie begonnen, die heißt Medienpädagogik im Schaukelstuhl. Hier im Vorlesungssaal oder auch am Schreibtisch geht es natürlich um präzise Begriffe und es geht um genaues Erklären, es geht um Präzision, ja. Aber im Schaukelstuhl geht das Ganze ein bisschen entspannter und im Zuge, da finden Sie entsprechend ein paar typische Fragen zur Medienpädagogik oder auch zum Allgemeinen zum Studium und da zum Beispiel auch ein Teil zu der Open Book Klausur. Also wenn Sie wollen, schauen Sie da nochmal rein, dann haben Sie nochmal ein paar Informationen mehr. Zum Video-Essay. Was bedeutet dieses Video-Essay? Das ist die alternative Modulprüfung. Also auch hier ist es so, für die Studienleistung brauchen Sie das nicht, nur wenn Sie keine Lust auf eine weitere Klausur haben, aber trotzdem eine Modulprüfung hier ablegen wollen, dann gäbe es die Möglichkeit, eine optionale Modulprüfung abzulegen, und zwar der Video-Essay. Video-Essay ist was ganz Kreatives, also greifen Sie sich ein Thema, eine Fragestellung aus der Gesamtvorlesung heraus und bearbeiten Sie diese in einem Video-Essay. Das Ganze kann kreativ sein. Sie dürfen alles. Sie dürfen Tutorials machen, Sie können ein Erklärvideo machen, Sie können einen Videoclip, einen Musikclip machen, Sie können einen Spielfilm, weiß nicht, was gibt es noch für Formate und so weiter. Also das heißt, der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Hauptsache, es ist wissenschaftlich präzise und entspricht den Ansprüchen, den inhaltlichen Ansprüchen, den wissenschaftlichen Ansprüchen eben, die eine solche Modulprüfung. Also im Prinzip, wenn Sie so wollen, eine Seminararbeit per Video, aber die durchaus kreativ sein kann. Das ist ein Experiment. Mal gucken, wer von Ihnen mitmacht und mal gucken, wie die ersten Videos werden. Ja? Wenn man
Ja, das ist genau das Problem. Eine Prüfung muss natürlich individuell sein. Was Sie aber durchaus machen können, und die Antwort finden Sie zum Beispiel auch in den FAQs, Sie könnten gerne zusammenarbeiten. Und ich würde auch dazu raten, dass Sie zusammenarbeiten, weil eventuell braucht man jemanden, der dann die Kamera hält. Oder jemanden einfach als Sparringspartnerin oder als Sparringspartner zum Weiterdenken oder auch zum Mutmachen. Ja? Arbeiten Sie also zusammen, aber wer eine Modulprüfung ablegen möchte, muss dann ein eigenes Video einreichen. Und das kann man ja machen, ne? Wenn Sie zu zweit oder zu dritt arbeiten, aber reicht dann entsprechend drei Videos. Und die Themen könnten ja auch ähnlich sein. Vielleicht auch aufeinander aufbauen. Auch auflustig. Ja? Okay. Ja? Wie lange muss das sein? Das können Sie alles in den FAQs lesen. Also da gibt es so. Für die Details einfach in die FAQs schauen, beziehungsweise wir werden im Laufe der Austauschveranstaltung, wenn wir noch weitere Gelegenheiten haben, darüber zu sprechen. Weitere, das gibt es auch schon gleich das nächste Stichwort. Typische Fragen, also all das, was vielleicht jetzt noch nicht geklärt wurde für Sie, können wir entweder im Anschluss klären oder Sie schauen einfach in die FAQs, da ist das meiste eigentlich schon beantwortet. Eine Empfehlung, die ich immer gerne gebe, wenn Sie die Möglichkeit haben, wenn Sie vielleicht auch schon gemacht haben, für Kurse WhatsApp-Gruppen einzurichten, dann kann man nicht nur inhaltlich sich austauschen, sondern auch organisatorisch. Dann gibt es noch ein Etherpad für diese Veranstaltung. Ein Etherpad ist kurz gesagt ein Word-Dokument, das im Netz steht, in dem Sie aktuelle Infos hineinschreiben können, die Sie auch Fragen reinschreiben können. Jede und jeder darf schreiben, deswegen müssen wir alle auch ein bisschen abgeben, damit wir nichts löschen in diesem Etherpad. Und die Idee ist, wenn jemand von Ihnen eine Frage einstellt, dass jede und jeder von Ihnen diese auch beantworten können. Und wenn ich sehe, nach einer gewissen Zeit ist die Frage nicht beantwortet, dann beantworte ich sie oder die Tutorin oder der Tutor beantwortet die Frage. Organisatorische Fragen können da rein, inhaltliche Fragen, was auch immer Sie wollen. Alles kann dort geklärt werden. Und wenn es ein bisschen umständlicher ist, dann würde ich zum Beispiel ins nächste Tutorium nehmen oder auch in den nächsten Austausch. So sieht das Ganze dann praktisch aus, also im Prinzip eine Webseite als Word-Dokument. Da schauen Sie einfach mal rein, der Link ist entsprechend auch im Moodle-Kurs. Und jetzt kommen wir endlich zu denjenigen, die ich heute schon mehrfach erwähnt habe, die sich aber jetzt noch gar nicht Ihnen kurz vorstellen konnten. Das können Sie aber jetzt, nämlich die Tutorin und der Tutor. Ja, hallo alle zusammen, ich bin die Sina Ludwig. Ich bin jetzt im vierten Semester schon Tutorin beim Knaus in der Medienpädagogik. Wenn ihr irgendwelche organisatorischen Fragen habt, irgendwas unklar ist, auch auf Moodle, dann könnt ihr mir einfach eine Mail schreiben. Genau, dann antworte ich euch und wenn ich die Antwort nicht weiß, frage ich euch. Dann ist es meins. Okay. Ich bin Nikolaus Gungert, ich studiere Grundschullehramt mit den Fächern Deutsch und Technik und ich bin der zweite Tutor dieser Veranstaltung. Ich trage alle zwei Wochen das Tutorium aus, das heißt, wenn ihr wollt, könnt ihr sehr gerne zu mir kommen. Wir machen hier in der Aula das Tutorium. Ich glaube, es ist ganz cool, wenn wir alle dann zusammenkommen, dann können wir ein bisschen über die Inhalte diskutieren. Aber natürlich, wenn ihr inhaltlich oder organisatorische Fragen habt, könnt ihr natürlich auf mich zukommen und die werden wir dann hoffentlich adäquat hier auch in der Aula besprechen. Wunderbar, vielen Dank Ihnen beiden. Also wie bereits erwähnt, das Tutorium ist so angedacht, dass es als fakultatives Angebot zur Knaus WebEx Meeting stattfindet. Das findet genauso wie sein WebEx Meeting jeden Mittwoch von 14.15 Uhr bis 15.45 Uhr. Hier in der Aula statt. Es ist natürlich schön, wenn möglichst viele Leute kommen, dann können wir auch richtig gut diskutieren. Die Inhalte sind dementsprechend gleich, das heißt, wenn jemand mal nicht kann, sollte er verhindert sein, die Bahn hat Verspätung, was hier gut durchaus vorkommen kann, kann man natürlich auch dann zu hinaus ins Zoom-Meeting kommen. Genau, inhaltlich ist das Ganze ein bisschen so angedacht, dass wir die klugen Fragen besprechen, das heißt, ihr seid auch hier dann gefragt,
dass ihr, ich stelle die Frage vor und dann könnt ihr eine Abstimmung machen, welche Fragen ihr zustimmt bzw. welche Antworten ihr für richtig haltet. Und im Anschluss daran gibt es, wie gesagt, die offenen Fragen, wo wir dann einfach nochmal über die Inhalte ein bisschen diskutieren. Und da ist es natürlich schön, wenn ihr euch vorbereitet habt, dass ihr wirklich dann auch inhaltlich einsteigen könnt und wirklich auch eine gute Diskussion führen. Wunderbar, vielen Dank. Vielen Dank. Und damit kommen wir schon zur vorletzten Folie für heute. Mit Blick auf die Zeit passt es auch prima. Dann sind auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit haben für Ihre allerletzten Fragen. Hier nochmal die Kontaktmöglichkeiten. Frau Ludwig hat schon angeboten, wenn es organisatorische Fragen gibt, die in den FAQs noch nicht erklärt sind, dann gerne an Frau Ludwig schreiben. Und für inhaltliche Fragen können Sie immer gerne entweder direkt die Austauschveranstaltung nutzen oder für Fragen, die dann doch zu individuell sind, dann einfach nach der Austauschveranstaltung entweder hier bleiben bzw. im Zoom-Meeting bleiben. Und wenn es umfängliche Beratungen gibt, bitte auch eine Sprechstunde an, jede Woche. Sie können im Vorfeld wählen, ob Sie wie beim Online-Meeting eine Online-Sprechstunde teilnehmen wollen oder eine Sprechstunde hier an der PA. Das mache ich unter dem Wechsel. Dann sagen Sie mir einfach spätestens 2 Tage vorher, damit ich ein bisschen planen kann. Aktuell sind die Sprechstunden für die nächsten 2 Wochen schon ausgebucht. Daher kommt sozusagen auch das Angebot, dass ich immer im Anschluss dann entsprechend für Sie die Bearbeitung habe. Müssen Sie nicht so lange warten auf die Antwort. Natürlich geht es, wenn es nicht ganz so komplex ist, können Sie einfach auch eine Mail schicken und dann versuchen, per Mail zu antworten. Und damit schon direkt zu dem, was in der nächsten Woche ansteht für Sie. In der nächsten Woche denken Sie bitte dran, wenn wir uns hier nicht sehen, dass Sie sich bezüglich Orientierung, Begriffe, die Folien angucken bzw. die Videos anschauen. Folien gibt es entsprechend auch dazu, wenn das mal auf den Videos nicht so gut zu sehen ist, je nach Gerät, wenn der Monitor nicht ganz so groß ist, dann ist es vielleicht hilfreich, wenn man parallel noch die Originalfolien hat. Die können sich dann entsprechend dazu anschauen oder auch Notizen da reinmachen in das PDF. Das ist dann vielleicht ganz hilfreich. Und die nächste Folie ist eine kleine Werbefolie, das hatte ich vorhin schon mal kurz erwähnt. Die Serie Medienpädagogik im Schaukelstuhl, also für diejenigen, die einen leichten Einstieg in die medienpädagogischen Themen wollen, die ja erstmal so gucken wollen, was gibt es denn da. Und vielleicht ist eine oder andere Frage, also eine interessante Frage auch für Sie dabei. Diese Videos, diese Serie finden Sie oberhalb der Vorlesungsvideos. Und wenn Sie noch ein bisschen weiterschauen wollen, es gibt auch ein paar Vortragsvideos, die ich Ihnen eingestellt habe. Also wenn Sie da ein Thema interessieren sollten, steht Ihnen natürlich genauso zur Verfügung. Grundlagenliteratur haben Sie bestimmt alle schon entdeckt. Nur noch mal für diejenigen, die es nicht gesehen haben, weil es relativ weit unten ist in diesem umfänglichen Modul, kurz ganz unten finden Sie die Grundlagenliteratur. Da einfach auf den jeweiligen Ordner gehen und dann können Sie entsprechend sich die PDF herunterladen. Kann immer, das hat lizenzrechtliche Gründe, kann ich Ihnen nicht den ganzen Video dort einstellen, aber die wesentlichen Punkte für diese Veranstaltung, die habe ich Ihnen hier eingestellt. Und wer noch ein bisschen weiterschauen möchte, wenn Sie entsprechend noch Fragen selbst klären wollen, eben in diesen Videos, zum Beispiel auch in den Videos Medienpädagogik im Schaukelstuhl gibt es Videos, wie finde ich Literatur und wie, gibt es noch ein zweites Video, wie finde ich Literatur online fast. Da finden Sie zum Beispiel unten in der Beschreibung auch interessante Links, die gerade für Pädagoginnen und Pädagogen ganz gute Einsprungspunkte sind. Viel besser als eine BWL-Recherche oder eine einfache Google-Recherche, mit der Sie die Möglichkeit haben, Repositorien, Metasuchmaschinen und solche Dinge. Also Tools für das professionelle Studium, die finden Sie entsprechend noch dort. Jetzt haben wir noch eine letzte Frage. Ja. Ich verstehe Sie leider nicht. Genau. Gibt es da bei den jeweiligen Veranstaltungen, die wir ja, die muss ja eh schon zusammen einstellen.
geordnet und auch gut zu den Veranstaltungen passt, dass man das nicht alles so durchführt. Ja, also das heißt, bei den jeweiligen Terminen stehen die Literaturempfehlungen dabei. Das ist immer unterschieden in Grundlagenliteratur und weiterführende Literatur. Und die Grundlagenliteratur finden Sie entsprechend dann unten, dort unter diesen Ordner. Und weiterführende Literatur ist in der Regel verlinkt. Das heißt, da finden Sie URLs, bei denen Sie die, die Literatur dann entsprechend frei finden. Wenn Sie das entsprechend, also da vielleicht nochmal so für diejenigen, die noch nicht ganz überzeugt sind von Repositorium und von Open Access und solchen Dingen, wenn Sie diese Hinweise berücksichtigen und wenn Sie entsprechend sich das kurz anschauen, welche Möglichkeiten es gibt, mit Repositorien und Online- und Metasuchmaschinen zu arbeiten, dann brauchen Sie, ich stelle mal die steile These jetzt mal hier in den Raum, dann brauchen Sie wahrscheinlich für Ihr Studium kein Buch mehr zu kaufen, denn Sie finden fast alles im Netz, wenn man nur richtig sucht. Da hilft Ihnen Google leider nicht so richtig gut weiter. Google findet zwar alles, aber leider nicht auf der ersten, zweiten, dritten oder vierten, vielleicht noch nicht auf der zehnten, sondern auf der 200. Seite. Und dann guckt man nicht runter. Aber Repositorien und Metasuchmaschinen helfen Ihnen dabei. Also, wer ein bisschen Geld sparen will und wer gut studieren möchte, schauen sich diese Tipps zur Literaturrecherche an. Die kommen auch in den nächsten Videos, beziehungsweise sind auch in den Medienpädagogen im Schaufenstuhl. Und dann finden Sie, wenn Sie da, wie gesagt, links unten in der Beschreibung, wenn Ihnen das zu schnell geht, im Video, dann brauchen Sie wahrscheinlich kein Buch mehr zu kaufen, sondern das meiste finden Sie als PDF im Netz. Vorteile auch beim PDF im Netz, da können Sie nämlich direkt auf Ihre Notizen reinmachen, was man ja bei einem Buch aus der Bibliothek nicht unbedingt machen kann. In diesem Sinne, wer noch weiter Fragen hat, wir sind auf jeden Fall eine ganze Zeit lang hier vorne. Ich wünsche Ihnen weiterhin einen guten Start ins Wintersemester, noch einen schönen Rest Mittwoch. Wir sehen uns nächste Woche nicht, aber übernächste Woche. Und bis dahin, alles Gute.